Männer, die lassen sich heute viel zu viel bieten. Beim Kennenlernen von Frauen geht's eigentlich schon los, aber auch und eben ganz besonders in einer Beziehung. Ich hab's ja schon öfters gesagt, mit liberaler Laissez-faire-Politik, da gewinnst du keinen Blumentopf. Guck mal, wenn man ein Kind so erzieht, schadet man ihm. Und auch wenn du Frauen gegenüber so auftrittst, schadest du letztlich ihnen und auch dir selbst. Selbst ein guter Freund von dir darf sich doch sicher nicht alles bei dir herausnehmen, was ja auch völlig logisch ist. Frauen sind aber dennoch ein Sonderfall. Denn frag dich einfach mal, ob sich Frauen generell selbst zügeln oder ob sie dafür nicht eher einen Mann brauchen. Und wenn keiner da ist, verhalten sie sich zügellos und schaden sich damit oft selbst. Der Punkt ist, dass du eine klare rote Linie brauchst und Frauen müssen wissen, woran sie bei dir sind, was du tolerierst und was du nicht tolerierst. Ich meine, wir sind ja genau in der Situation heute, in der wir nun mal sind, weil Männer das eben nicht getan haben und es auch weiterhin nicht tun. Guck mal, Frauen sind nach ihrem Wesen nach reaktionär und folgsam. Und das ist eine Veranlagung und nicht geringschätzend gemeint, sondern das macht aus evolutionärer Sicht Sinn. Das männliche Prinzip ist eben aufbauend, erringend und schöpferisch, während das weibliche empfangend und bewahrend ist. Wer hier ein bisschen in uralte Naturphilosophien wie zum Beispiel Hermetik und auch Alchemie blickt oder sich damit auskennt, der kann das auch ganz gut nachvollziehen. Das heißt, falls er nicht einfach die Augen aufmacht und sich immer wieder wiederholende Verhaltensmuster von Mann und Frau zu Gemüte führt. Männer und Frauen sind biologisch sowie soziobiologisch komplett verschieden. Und das ist verdammt gut so. Wären sie es nicht, dann gäbe es nichts, was sie definierte. Es gäbe nichts, was eine fruchtbare Beziehung zwischen Mann und Frau reizvoll erscheinen ließe. Frauen wollen nichts von dir. Du musst rein gar nichts für sie tun. Außer, dass du dich männlich verhältst. Es gibt ja ganz klar veranlagungsbedingte Tendenzen, die sich wirklich immer wieder bestätigen. Männer gehen voran, Frauen folgen ihnen. Männer sind aggressiv, Frauen sind defensiv, Männer sind rational, Frauen eher emotional. Männer sind Rebellen, Frauen sind Mitläufer. Männer machen den ersten Schritt, Frauen machen den zweiten. Oder sie machen gar keinen. Wenn du also deine Hausaufgaben machst, du dein Leben auf Vordermann bringst und eben nicht als Beta oder Kackhold oder wie auch immer du das nennen willst auftrittst, naja, dann werden dir gesunde Frauen folgen. So eben, wie es die Natur vorsieht.